Davor soll es ja doch sein. Die haben doch gesagt, von Ostkirch Platz 3, oder nicht? Oder? Ja, das müsste das gewesen sein. Aber ich sehe hier nichts. Okay, das ist hier die 4. 4, die 5. Ach, dann muss das dann bestimmt die 3 sein. Okay, hier sagen sie, am Schlosskirchplatz 3 trägt das Herz der Cottbusser Altstadt. Bla 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 bla. Späßchen. Hier steht, aber die Heiterkeit eines Stadtbummels gerät von dem Ort Nummer 3 ins Stocken. Wir werden an diese grausame Vergangenheit erinnert. Stolpersteine berichten von Verderben und Tod. Ja, aber wo ist der? Tod, das Verderben. Nee, warte, das ist doch hier in der Nähe sein von der 3. Ah, hier, guck mal. Kann man kaum sehen, weil sie so schmutzig schon geworden sind. Moritz Stenwitzki? Ja, ich denke schon. Ah, das muss ja die Tochter sein. Auguste Stenwitzki. Ja, und die Martha. Ja, die Eltern, man weiß gar nicht, wo die Eltern sind. Keine Ahnung. Deportation 1942. Schon lange her, oder? Ja, nicht so lange, wenn man die Geschichte der Menschheit betrachtet, oder? Thank you.
Warum bleiben Narben zurück? Will man nicht den Schmerz der Wunde vergessen? Das schicksalhafte Erlebnis, bei dem man sie sich zuzog? Will man daran erinnert werden, an das langsame Heilen, die Vorsicht, mit der die Wunde gepflegt und verarztet werden musste, nachdem der Schaden angerichtet war? Will man nicht den Schmerz, die bloße ehemalige Existenz dieser Wunde vergessen? Den betäubenden Moment, in welchem man bemerkte, dass sie da war. Warum bleiben Narben zurück? Weil die Haut sie nicht heilen kann. Weil der Schaden angerichtet wurde und er groß war. Zu groß, um das Ganze sauber abzuschließen. Und diese Narbe selbst hat dir nichts getan. Sie ist ein Ergebnis der Ursachen und fordert nichts von dir. Außer vielleicht einen kurzen Moment, wenn deine Augen über sie streift und über diesen kleinen Stein im Pflaster und du dich erinnerst an den Schmerz der Wunde und dass dies nie wieder passieren darf. Sechs Millionen im Holocaust getötete Juden, sechs Judenhäuser in Cottbus. Über 90 Steine erinnern alleine in Cottbus daran. Ziemlich große Zahlen. Trotzdem laufen wir an diesen Miniaturgedenkstätten vorbei, als wären es nicht eine kostbare Erinnerung an einen unschuldigen Menschen, der dieser Grausamkeit zum Opfer gefallen ist. Wir behandeln sie wie dieses eine Buch, was wir besitzen, aber noch nie gelesen haben. Wie die gut eingelaufenen Schuhe, die schon durch neu ersetzt wurden. Wie die Verwandten, die man nur einmal im Jahr besucht. Aber es sind Kunstwerke und nichts weniger. Sie sind vergoldet für die goldenen Erinnerungen, die diese Menschen nicht mehr haben durften. Diese wurden ihnen geraubt, entrissen, zerstört. Oder sollte ich besser sagen, vergast? Man macht es sich immer einfach, wenn man sich nicht erinnern möchte. Oder wenn man nicht wieder dieselben Geschichten hören möchte. Weil es auch irgendwann reicht. Es muss nicht jedes Jahr im Geschichtsunterricht dasselbe Thema behandelt werden. Weil es auch irgendwann reicht. Es muss nicht jede Woche eine Dokumentation über die NS-Zeit auf Arte laufen, weil es auch irgendwann reicht. Warum müssen wir uns überhaupt an so etwas Schreckliches erinnern? Es ist nicht nötig, jeden Monat einen Gedenktag zu veranstalten, weil es auch irgendwann reicht. Also, warum überhaupt erinnern? Wer seine Vergangenheit vergisst, vergisst sich selbst. Sie ist das, was uns zu dem macht, was wir heute sind. Aus Fehlern lernt man, aus ihnen wächst man. Wir können nicht diese wegwischen, wie die Rechtschreibfehler an der Tafel. Wir wollen besser sein als andere Länder. Dann jedoch können wir nicht sagen, weil es irgendwann reicht. Warum sich erinnern? Warum sollte ich mich erinnern, weil es eine Warnung ist? Sollte ich mich einschüchtern lassen von einem kleinen Stein? Ist er mein Feind? Oder nehme ich das alles zu persönlich, weil ich hier an dem Grab eines Lebens stehe? Das hätte friedlich verlaufen können, doch nie weitergelebt wurde. Und an mich selbst denke. Warum sollte ich mich an dieses Leben erinnern, an die Hilflosigkeit und Angst, die ein Mensch gefühlt hat, der noch vor kurzer Zeit hier stand. Ihr mögt euch fragen, warum ich kurz sage. Und ich antworte euch, dass es erst vor kurzem war. Der Mensch ist alt und in unserer Geschichte
ist es zurück zu diesem Menschen, der hier stand, nur ein Katzensprung. Doch warum sollte ich mich an diesen Menschen erinnern, wenn es doch gar nicht meine Angelegenheit war? Ich weiß es nicht. Ehrlich. Aber tut es weh, dieser kurze Augenblick, in welchem ich zurückdenke und merke, dass es tatsächlich passierte. Damals der Holocaust. Etwas Unvorstellbares. Und doch wiederholt sich in unserer Geschichte, der Menschheitsgeschichte, so vieles. Wie oft werden wir noch töten, töten lassen und getötet werden? Oder vielleicht erinnern wir uns vorher einfach an das letzte Mal.